und sagt, oh, jetzt nehme ich dir das Päckchen ab, das funktioniert leider nicht. Das heißt, man muss ja eh da durch. Und dann lieber mit positiven Gedanken und mit Optimismus, weil schiefgehen kann sowieso. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, ist aber viel größer. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, der sich halt in unserem Kopf abspielt. Finde ich super schön und lustig. So, einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und hier ist wieder euer Knochenmark. Und heute freue ich mich ganz besonders, hier die Sarah mit in der Leitung haben zu dürfen. Sarah hat einiges in ihrem Leben erlebt und zwar, sie hat Brustkrebs gehabt. Und heute ist sie im Grunde wieder topgesund und sie wird uns heute ein bisschen erzählen, was ihr sozusagen diesen schweren Zeiten geholfen hat, damit sie es heute sozusagen geschafft hat und wieder gesund ist. Sarah, ich freue mich, danke, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, danke. Und gerne möchte ich beginnen, wenn du uns einfach mal chronologisch mal erzählen könntest, wie war dein Leben im Grunde bis zur Diagnose? Was hast du gemacht und was waren sozusagen die ersten Symptome bis zur Diagnose? Also grundsätzlich relativ normal, ruhiges Leben, würde ich sagen. Also ich bin auch schon ganz lange mit meinem Mann zusammen, seit 15 Jahren schon. Wir haben zwei kleine Kinder, die sind jetzt 5 und 7. Und bis zum, ich überlege gerade, August 2017 habe ich das erste Mal diesen Knoten in der rechten Brust gespürt. Bin auch direkt zur Ärztin, hatte aber ehrlich gesagt überhaupt nicht den Gedanken irgendwie an Brustkrebs. Also so diese Verbindung war gar nicht. Ich war optimistisch, dass das irgendwie eine Verkapselung oder irgendwie sowas ist, weil man ja auch in dem Alter, also ich bin 35, nicht unbedingt an sowas denkt, Gott sei Dank. Also man kann ja auch nicht immer solche Gedanken mit sich rumtragen. Und meine Frauenärztin war sich dann auch sicher, dass es ein Fibroadenom ist. Das war es dann leider nicht. Also Fibroadenom, muss ich dazu sagen, ist was Gutartiges. In den meisten Fällen ist es sowas auch, aber es kann halt auch leider dann ein Tumor sein. Und das sieht man halt auf dem Ultraschall eher schlecht. Das heißt, es geht eigentlich nur über eine Biopsie, die leider erstmal nicht gemacht wurde, muss ich dazu sagen. Okay. Und warum wurde Biopsie nicht gemacht an der Stelle? Es war 1,3 Zentimeter groß und sie hat einen Ultraschall gemacht und so von der Form etc., also diese ganzen Faktoren, die da zur Einstufung gelten, hat sie quasi sich zu 98% sicher, dass es ein Fibroadenom ist und hat gesagt, es soll in 3 Monaten zur Kontrolle kommen. Ich habe zum Glück auf mein Bauchgefühl gehört und bin nach... sorry, jetzt glaube ich die Katze im Bild. Alles gut, kein Problem. Nach 2 Monaten schon wieder zu ihr hin und da war das schon doppelt so groß. Und dann hat sie mich überwiesen zu einem anderen Arzt zu einer Standsbiopsie. Allerdings sagte er, es muss sowieso rausoperiert werden. Und dann hatte ich ihn halt gefragt, ob überhaupt eine Biopsie nötig ist vor der OP. Und da er auch einen Ultraschall gemacht hat und sich eigentlich auch sicher war, dass es ein Fibroadenom ist, sagte er, nee, wir können auch die OP abwarten. Und ich habe da immer noch an... Ich bin auch zu der OP. Ich hatte zwar Angst vor der OP an sich, aber vor den Folgen habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und dann kam leider der Anruf. Also ich war vorher guter Dinge, aber leider war es dann nicht so positiv, das Ergebnis. Okay, haben die das sofort am Telefon gesagt, was jetzt die endgültige Diagnose war? Oder haben die das mal einfach gesagt, komm vorbei? Wie war das? Also die haben angerufen und haben gesagt, ich soll am nächsten Morgen direkt vorbeikommen. Und da ich mir denken konnte, was das zu heißen hat, habe ich die Dame am Telefon halt gefragt, ob sie den Doktor nicht fragen kann, ob er mich doch anrufen kann. Weil im Grunde da war mir dann schon so ein bisschen bewusst, was es wahrscheinlich heißt. Und er hat mich dann zum Glück zurück, also das fand ich super, dass er dann eine Ausnahme gemacht hat und mich angerufen hat. Und hat mir dann halt mitgeteilt, dass es doch leider ein Tumor war, der 5,5 Zentimeter groß war, von August bis November. Also im August war er ja nur 1,3, also das ist schon heftig, ja. Ja, das ist echt krass. Wie war deine Reaktion drauf, als du es sofort erfahren hast?
Ja, es war total surreal, weil ich eigentlich gerade im Auto unterwegs war und hatte beide Kinder auf der Rücksitzbank und war auf dem Weg zur Musikschule, also die Kinder zur Musikschule zu bringen. Hatte dann rechts angehalten, weil ich auf seinen Anruf gewartet habe und bin zum Glück aus dem Auto ausgestiegen für das Telefonat. Okay. Und steht man da vor seinem Auto, die Kinder sind hin auf der Rücksitzbank und plappern fröhlich vor sich hin und man bekommt so eine Nachricht. Also wie man es halt oft so hört, also es ist wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen, finde ich, trifft es sehr gut. Also das, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, wie es aussieht mit Metastasen etc. Also man weiß ja wirklich nur, ich habe diese Krankheit und sonst weiß man gar nichts. Also das ist halt, man hat ja noch keinen Fahrplan, gar nichts. Also es ist wirklich grausam. Also ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was hast du denn sofort gemacht? Also die Gedankengänge, also du bist ja nicht dann geblieben, also du bist natürlich wieder ins Auto eingestiegen, aber du bist dann weitergefahren. Was waren dann deine Gedanken, die du hattest? Erstmal so gar keine. Also ich hatte tatsächlich dann erstmal meinen Mann angerufen, der dann vorbeikam und die Kinder dann erstmal zur Musikschule gefahren hat, damit halt er mich dann halt auch trösten kann. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Für die ist das natürlich, also wer will das schon für seine eigenen Kinder? Niemand. Und also die Gedanken, das war natürlich erstmal so richtig furchtbar und dann so eine Leere im Kopf. Aber dann halt auch relativ schnell ist wieder, okay, ich muss mich erstmal irgendwie sortieren, weil es hilft ja nichts, sich da jetzt todsterbenskrank zu reden. Also man hat ja noch keine weiteren Infos und ich wusste, wir müssen am nächsten Tag dahin, um halt weitere Informationen zu bekommen und habe dann versucht, mich einfach zu beruhigen und sagen, okay, erstmal abwarten, was der Arzt jetzt sagt und wie es weitergeht. Und ich hatte mich vorher mit dem Thema auch gar nicht beschäftigt. Also ja. Wir auch, ne? Ja, richtig, zum Glück nicht. Zum Glück wusste ich das vorher nicht. Genau. Okay, und was waren dann so im Grunde ab dem Zeitpunkt, wo du Diagnose am Telefon erfahren hast, was waren sozusagen die kommenden 2-3 Wochen, die dann kamen, wie ist das Ganze dann abgelaufen? Wir hatten dann am nächsten Tag das Gespräch, dann war, ich glaube, dann nochmal 2 Tage später dieser feinpathologische Befund da, der ja dann nochmal was aussagt, welche Tumorart es ist. Mhm. Bei mir ist es ein Triple-Negativ, das heißt nicht hormongesteuerter Tumor, die halt sehr schnell wachsen, aber den Vorteil, naja, wenn man in dem Fall von Vorteil sprechen kann, aber die sind nicht, der war so abgegrenzt, dass man da nochmal ausging, konnte oder sollte, dass er vielleicht nicht gestreut hat, weil er halt so abgekapselt war. Also der war wirklich wie in so einer Hauthülle. Das war auch der Grund, warum die Ärzte dachten, es wäre ein Fibroadenom. Okay. Dann hat zum Glück die Praxis, in der ich war, die ist direkt an eine ambulante Onkologie angeschlossen. Und die haben dann diese ganzen Staging-Termine Gott sei Dank für mich ausgemacht, weil wenn ich mich darum hätte auch noch kümmern müssen, ich war froh, wenn ich morgens aufgestanden bin, weil also da hat mir halt auch wirklich das geholfen, dass wir 2 Kinder haben, weil man muss einfach, also man hat nicht die Wahl, im Bett liegen zu bleiben. Ich habe mich auch nicht krank schreiben lassen. Ich glaube nur so 2-3 Tage und bin dann auch wieder arbeiten gegangen. Ich dachte, ich drehe sonst durch zu Hause. Also das war also so mein Anker, dass ich dachte, okay, so viel Alltag wie geht, irgendwie mitnehmen. Und dann waren halt die Woche drauf schon die Staging-Untersuchungen, das heißt das CT und das Knochensyntigramm. Und ich muss sagen, das war so der schlimmste Tag meines Lebens, weil da geht's ja wirklich um alles. Also geht's darum, habe ich Metastasen, habe ich nichts? Und da wurde toi 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 zum Glück nichts gefunden. Und da wusste ich, okay, so jetzt der Tumor ist raus. Ich habe keine Metastasen, habe ich jetzt halt, so jetzt gilt's und jetzt wird gekämpft und durchgestartet in Anführungszeichen und dann wusste ich auch schon, wann dann hieß es erst, es soll vor Weihnachten noch mit der Chemo beginnen. Okay. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ich will eigentlich, also auf die paar Tage, ich würde gerne noch ohne Nebenwirkungen Weihnachten feiern. Und dann haben wir am 27.12. die Chemo gestartet und vorher wurde natürlich noch der Port eingesetzt, über den ja dann die Chemo gegeben wird. Und habe das zum Glück in der Vollnarkose machen lassen und nicht ambulant. Also ich glaube, das hat meine Nerven nicht ausgehalten. Also ich bin sonst immer der Typ, lieber irgendwie nur leichte Sedierung und alles durchziehen. Aber da habe ich mir gedacht, ich nehme, was ich kriegen kann. Hauptsache, ich kriege davon nichts mit. Und ich glaube, das war auch gut so. Also
Vollkommen. Und ich denke, wenn man, ja, ich hatte dann so das Gefühl, wo ich dann genau wusste, okay, es stehen so gewisse Dinge an, dass man dann so eine Art Fahrplan hat und so ein, ja, man hat halt einfach einen Plan auch so für sich selber und weiß, okay, das und das muss jetzt gemacht werden. Das hat mir schon geholfen, dass man nicht mehr so in diesem Loch ist und so gar nicht weiß, was jetzt passiert. Mhm. Und ja, also das fand ich dann, ja, ich meine, natürlich freut sich keiner auf eine Chemo, aber man weiß ja, dass das so das Mittel der Wahl ist, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und dann ist es so eine Hassliebe, würde ich mal sagen. Ja, ja. Hast du dich irgendwie auf die Chemo vorbereitet? Weil du hast bestimmt den Plan ein bisschen früher bekommen, je nachdem. Hast du dich da irgendwie mit bestimmten Sachen mental oder ernährungstechnisch, Bewegung etc. in der Hinsicht schon mal auf die Chemo vorbereitet oder dich irgendwie eingelesen und geschaut, ja, wie soll ich mich am besten verhalten? Nee, also dass ich jetzt, ich habe zum Glück es vermieden, irgendwas zu googeln oder sonstiges. Okay. Also weil da meistens nichts Gutes herauskommt. Stimmt. Ja. Und ja, ich habe mich also bei meiner Onkologin wirklich super gut aufgehoben gefühlt und die hatte mir dann halt einfach nur schon mal gesagt, welche Vitamine ich mir holen soll dann und so Sachen und hat mir halt auch gesagt, dass also die Medikamente, die ich bekommen werde, auf jeden Fall die Haare ausfallen werden und dann hatten mir meine zwei Freundinnen, meine Schätze, die haben mir noch ein Microblading vorher organisiert und geschenkt, total lieb für die Augenbrauen. Ja. Und cool. Das waren halt dann so kleine, sag jetzt mal, Schritte, wo man sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, irgendwas zu machen, aktiv zu sein und ich bin dann auch tatsächlich schon ins Perückenstudio vorher, weil ich, ja, das, ich glaube, ich bin so ein bisschen Aktionismus verfallen, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich einfach vorbereiten, dass ich die Perücke schon zu Hause habe, die ich übrigens am Ende nur zweimal anhatte. Aber in dem Moment hat es mir einfach geholfen, dass ich wusste, okay, ich kann was machen und ich bin halt auch wirklich, außer halt an dem Tag der Port-OP und solche Sachen, bin ich halt auch wirklich dann die ganze Zeit noch arbeiten gegangen und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ansonsten, ich überlege gerade, aber wie gesagt, also das mit der Perücke und das mit dem Microblading und ansonsten, es ist einfach mit diesen Nebenwirkungen ja so, dass die bei jedem so unterschiedlich ausfallen. Ich weiß nicht, ob man sich da auch vorbereiten will, weil ich bin froh, dass ich es vorher nicht wusste, was auf mich zukommt, weil naja, ist ja nicht so schön, deswegen bin ich da relativ unbedarft bedarft an die Sache rangegangen und ich glaube, das war auch ganz gut so im Nachhinein. Ja, ich glaube, ich muss dir doch vollkommen recht geben, weil ich habe mich, als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich sofort angefangen zu googeln. Was könnte es denn sein? Oh. Alles Mögliche lesen. Und, oh Gott. Ja, das war ganz krass. Und man kennt ja dieses, also Placebo-Effekt kennt man ja. Und es gibt auch das umgekehrte Effekt. Es gibt das Nocebo-Effekt. Ja. Dass Menschen zum Beispiel Nebenwirkungen wie auf dem Beipackzettel lesen, in Medikamente. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Menschen bestimmte Nebenwirkungen auch auftreten, viel, viel höher, als die Menschen, die es nicht lesen. Weil einfach das Bewusstsein einfach da ist. Und ich scanne ihren Körper und ihre Symptome und alle Unregelmäßigkeiten viel, viel mehr, als wenn man es nicht durchgelesen hat. Von daher kann das auf jeden Fall eine gute Strategie sein, zuerst mal sagen, nein, nicht lesen, nicht verrückt machen, alles gut, ich bin in guten Händen, Vertrauen haben. Finde ich schön auf jeden Fall noch, dass du durch den Kauf einer Perücke zum Beispiel auch vermutlich, das ist die Frage an der Stelle, hast du die Krankheit sofort damit akzeptiert? Ich weiß nicht, ob man akzeptieren sagen kann, aber ich habe es, sagen wir mal, in Angriff genommen. Also vielleicht, weiß ich, trifft es das ein bisschen besser. Ja. Und für mich gab es einfach keine Option, dass ich das nicht schaffe. Also ich habe mir wirklich gedacht, das geht nicht, das gibt's nicht. Ich habe zwei kleine Kinder, das muss irgendwie, das muss zu schaffen sein, das gibt's nicht. Dafür gibt's diese Medikamente und die müssen wirken. Und meine Ärztin hatte mir auch gesagt, dass ich halt, ich habe ein relativ, wie ich jetzt dann bei anderen Betroffenen mitbekommen habe, ein relativ seltenes Schema der Chemo, also was die Medikamentenzusammensetzung und die Dauer angeht. Also ich hatte 6-mal Chemo im Abstand von 3 Wochen und habe 3 Medikamente gleichzeitig bekommen. Also meine Onkologin sagte kurz, aber heftig.
Und sie sagte, dadurch, dass ich keine Vorerkrankung habe, und sie hat gemeint, sie würde mich auch so einschätzen, dass ich das lieber schnell hinter mir haben will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, so sieht's aus. Und deswegen haben wir dieses Modell gewählt, oder es wurde für mich gewählt. Man hat ja im Grunde keine Wahl. Es gibt die Tumorkonferenz, die legt das fest, und dann nimmt man, was man kriegen kann. Weil auch da habe ich, das habe ich jetzt erst so im Nachhinein so wahrgenommen. Also auch da hatte ich mich jetzt vorher nicht großartig informiert. Okay, das heißt, die Chemo hat im Grunde 3 Wochen gedauert und dann war es vorbei, oder? Nee, alle 3 Wochen 6-mal. Okay. Mhm. Alle 3 Wochen 6-mal. Okay, also 18. Genau, also genau, genau, genau. Okay, und dann hast du mal Pausen zwischen den 3 Wochen gehabt, oder? Nee, also es waren diese, also ich hatte, am 27.12. die erste, also 17, die erste Chemo, dann die Gabe quasi, dann waren 3 Wochen Pause, also diese 3 Wochen sind quasi die Pause, und dann wird die nächste Gabe angesetzt. Also ich hatte immer mittwochs Chemo und musste zum Glück auch kein einziges Mal verschieben, obwohl ich zwischendurch auch stationär in der Uni war, weil ich mir den Infekt eingefangen hatte, aber das hat genau vom Timing, ich war genau pünktlich zur nächsten Chemo wieder fit. Also Glück. Das heißt, du hast immer einmal in der Woche eine Chemo gehabt, immer jeden Mittwoch hast du dann eine Chemo gehabt für die ganze Woche sozusagen. Nee, nur alle 3 Wochen. Mhm. Ah, nur alle 3 Wochen immer. Immer mittwochs alle 3 Wochen. Genau, genau, genau. Und das halt 6-mal, also genau. Okay. Und du hast. Und das du ist bist ja sehr unterschiedlich. Ja, du bist also im Grunde zur Ambulanz hingegangen, also für eine ambulante Behandlung sehr wahrscheinlich. In der Tagesklinik sehr wahrscheinlich. Und dann, was hast du dann gemacht? Hast du dann weitergearbeitet? Warst du krankgeschrieben? Also ich habe, ich überlege gerade, also ich war am Anfang immer nur tageweise krankgeschrieben. Das heißt, ich war zwischendurch immer so, also 2-3 Tage war ich tatsächlich arbeiten. Mhm. Außer zwischen der vorletzten und letzten Chemo, weil da war ich dann wirklich einfach so durch, da ging es nicht mehr. Aber ich bin dadurch halt relativ verhältnismäßig spät erstmal in diese Lohnfortzahlung Krankenkasse gefallen. Mhm. Und es hat mir auch gut getan. Ich habe allerdings dann also wir sind nicht so viele Personen im Büro. Es kommt immer drauf an, was man macht. Ich glaube, das ist nicht für jeden die richtige Lösung, weil einfach, wenn man zu viel Kontakt mit Menschen hat, ist die Infektionsgefahr einfach zu groß. Und dann, so gerne man seinen Alltag haben möchte, man muss halt so Kosten und Nutzen abwägen. Aber bei mir ging das zum Glück. Und das war halt auch so für die Kinder, glaube ich, ganz gut, weil das dann einfach so ein bisschen Normalität wieder kam. Bis dann wieder der nächste Knockout vor der Tür stand. Ja, um es mal so auszudrücken, Klar, okay, verstehe. Cool. Das heißt, du hast dann 18 Wochen dann eine Chemo gehabt. Dann war sie vorbei. Dann war es vorbei mit dem Ganzen. Und vermutlich hast du auch zu dem Zeitpunkt auch schon seit einigen Wochen auch schon keine Haare mehr auf dem Kopf gehabt, richtig? Ja, sehr, sehr, schon lange, weil ich hatte nach der zweiten, also bei den Medikamenten, die ich bekommen habe, kann man fast die Uhr danach stellen. Also meine Onkologin hat gesagt, also nach der zweiten Chemo-Gabe ungefähr so 10-12 Tage danach fallen die Haare aus. Und das war dann wirklich, ich habe halt nicht gewartet, bis die büschenweise auf dem Kopfkissen lagen, sondern ich habe das gemerkt, man konnte die so vom Kopf abziehen. So ganz gruselig. Ja. Also es hat sich ganz seltsam angefühlt. Man konnte einfach die so runterziehen und da habe ich gesagt, okay, nee, das ist jetzt ist gut. Man muss sich, also auch da ist, glaube ich, also da hat es mir auch geholfen, dass ich entschieden habe, wann ich die abmache, die Haare, und nicht so lange gewartet habe, bis ich irgendwie Löcher auf dem Kopf habe. Und auch da habe ich es so gemacht, dass ich das den Kindern dann auch gezeigt habe, dass die Haare halt nicht mehr halten. Und die Kinder haben dann auch geholfen, die Haare abzuschneiden. Und mein Mann hat dann halt mit der Maschine den Rest abrasiert. Und also die Augenbrauen und Wimpern sind tatsächlich erst, ich glaube, zwischen der 4. und 5. ausgefallen, interessanterweise. Also die haben länger durchgehalten, ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht viele Frauen, die davor Angst haben oder vielleicht gerade die Diagnose bekommen, auch mal immer diese Gedanken haben, oh nee, meine Haare, wenn ausfallen. Was kannst du denn solchen Frauen für einen Tipp geben, damit die da besser mit klarkommen? Also ich habe es von meiner Seite aus habe ich es als notwendiges Übel gesehen, weil ich das ja auch direkt gesagt bekommen hatte.
Und ja, also ich glaube, wenn man da wirklich, da geht, glaube ich, jeder sehr individuell mit um. Also gerade auch bei Frauen, ich hatte halt immer auch mal Kurzhaarfrisuren, also naja, so kurz wie jetzt nicht, aber halt kürzere Haare. Ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt zu einer Frau und zum Frausein gehört, dass man lange Haare hat. Also das finde ich gar nicht. Und habe auch wirklich jetzt auch bei Instagram mit ganz vielen Betroffenen gesprochen, die sich wirklich vorher total verrückt gemacht haben wegen ihren Haaren und mittlerweile wirklich stolz mit ihrer Klasse durch die Gegend laufen, weil sie niemals gedacht hätten, dass das so gut aussieht, weil man wirklich einfach sagen muss, dass das Gesicht dadurch mehr in den Vordergrund tritt und man dann einfach auch echt mit Schminke und so viel machen kann. Und also das, ich glaube, dass das viele Frauen sich da zu viel Sorgen vorher drum machen, weil das wirklich am Ende, ich meine, keiner macht das freiwillig, das ist ja klar, aber die meisten können sich wirklich gut, sehr gut damit arrangieren. Also das habe ich wirklich viele Erfahrungen gemacht mit anderen Betroffenen, dass das wirklich die Sorge eigentlich umsonst ist, dass man sich da umsonst unter Stress setzt, weil die Sache ist die Situation ändert man nicht. Also man wird die Haare sowieso verlieren, wenn man sich vorher total verrückt macht. Es nutzt einem leider nichts und man braucht die Energie in dieser Phase leider für andere Sachen. Gerade Stichwort Energie, ganz wichtiges Thema, ja. Ja. Finde ich super. Das heißt dann, nach 10 Monaten war die Chemotherapie rum, dann warst du ja im Grunde, hast du mir gesagt, du bist nicht mehr arbeiten gegangen, gerade in der letzten Phase. Wie lange hat das denn angedauert? Das heißt, ab wann konntest du wieder arbeiten gehen? Ab wann warst du wieder fit? Beziehungsweise was hast du denn gemacht, damit du schnell wieder fit wirst? Also ich habe halt immer versucht, also was mich auf jeden Fall immer wieder motiviert hat und auf Trab gehalten hat, sind die 2 Kinder. Also ich habe von ganz vielen gehört, oh Gott, jetzt machst du eine Chemo und hast auch noch Kinder. Ich sehe es wirklich andersrum, weil ich bin froh, dass ich die 2 Kinder habe, weil es gibt ja viele Frauen, die haben noch keine Kinder und sind in der gleichen Situation. Und wie man ja weiß, greift die Chemo die Eierstöcke ein. Das heißt, es gibt ganz viele Frauen, die auf den Kinderwunsch aufgrund dessen wirklich verzichten müssen. Und deswegen sehe ich es als riesengroßes Glück an. Natürlich will niemand, dass die Kinder sich um die Gesundheit der Eltern Sorgen machen müssen und sowas. Aber es gibt einem unglaublich viel Kraft, alleine aufzustehen und sich zu kümmern und auch einfach vom Kopf her diese ganzen organisatorischen Dinge, dass man die einfach machen muss. Die erledigen sich nicht von alleine. Und dass man da einfach immer wieder automatisch angetrieben wird und dass man einfach gebraucht wird. Also es ist ja nochmal eine andere Verbindung zu Freunden, Familie, Partner als zu den Kindern. Die brauchen einen halt wirklich und die fordern einen auch. Und also das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich habe halt auch so nach der Chemogabe so die ersten 4-5 Tage ging wirklich gar nichts. Da habe ich teilweise nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Und habe dann aber trotzdem immer, wenn ich gemerkt habe, okay, es geht irgendwie, bin ich halt raus. Und wenn es nur 10 Minuten spazieren waren beim gefühlten Puls von 160, aber trotzdem einfach mal raus zwischendurch und es fällt einem sonst wirklich sprichwörtlich die Decke auf den Kopf. Also man muss einfach raus. Ja, den Körper zeigen, man lebt weiter, ne? Genau, ja, und auch so ein bisschen fordern. Also man merkt ja relativ gut, ob es dann zu viel war oder nicht und dann geht man halt 10 Minuten und liegt danach wieder 2 Stunden im Bett. Aber egal, man war halt draußen und das und auch der Austausch mit anderen Betroffenen hat mir super viel Energie gegeben, dass es halt zu schaffen ist. Also das ist halt auch eine Riesenunterstützung. Also und halt auch sich mit Leuten zu unterhalten, die wirklich in derselben Situation sind. Man weiß, okay, es ist jetzt in Ordnung, dass man 4-5 Tage nur im Bett liegt. Es geht nicht anders. Und das auch einfach mal zu akzeptieren, gehört auch dazu und ist auch nicht so einfach, wie ich selber lernen musste. Klar. Ja. Ja, cool, und mit dem Arbeiten bin ich, ich hatte dann im April die letzte Chemo, hatte dann meine OP im Mai, bin zwischendurch auch wieder kurz arbeiten gegangen und ich glaube richtig regulär dann Mitte Juni, wenn ich mich nicht täusche. Also es müsste Mitte Juni dann gewesen sein, letztes Jahr dann quasi. Ja. Und seitdem ist alles super? Ja, gesundheitlich, ja. Der Kopf hinkt immer mal so ab und zu ein bisschen hinterher, weil man diesen die Normalität und Alltag, was man sich ja die ganze Zeit so herbeisehnt, man muss einfach wieder lernen, so seinem Körper zu vertrauen. Und
Ich finde, das Gemeine ist halt, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo einem jemand sagt, okay, du hast Krebs, fühlt man sich ja topfit. Also ich habe mich überhaupt nicht krank gefühlt. Ich war in dem Jahr 2017, wo ich die Diagnose bekommen habe, so selten krank wie noch nie. Also ich und man fühlt sich dann so ein bisschen von seinem Körper so ein bisschen veräppelt, weil man eigentlich immer so ein bisschen auf sein Bauchgefühl gehört hat und auch in den beiden Schwangerschaften. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl, immer auf meinen Körper vertrauen können. Das hat mich nie getäuscht. Und dann wird man so hintergangen sozusagen und fühlt sich topfit. Und das ist, glaube ich, schwierig. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen an sich arbeiten, dieses Vertrauensverhältnis zu seinem Körper wieder herzustellen. Wie machst du das? Selbstmotivation, würde ich sagen. Okay. Sich selbst einfach das wieder gut zuzureden und zu sagen, okay, es ist jetzt geschafft, es ist alles gut. Und da halt auch der Austausch mit Frauen, die schon länger wieder gesund sind, der Austausch auch stattfindet und sagt, okay, die sind auch wieder, die bleiben auch gesund und es ist alles in Ordnung. Und ja, dann auch natürlich das Vertrauen zu den Ärzten, dass man regelmäßig zur Nachsorge geht und das gibt einem halt auch so ein bisschen, ich meine, man ist zwar immer nervös natürlich bei den Nachsorgeuntersuchungen, aber ich sehe es eher positiv, weil man halt die Gewissheit hat, okay, selbst wenn was wäre, wird es wenigstens früh genug gefunden und das gibt einem ja auch Sicherheit. Vollkommen. Das heißt, du hast noch ein bisschen Sorge beziehungsweise ein bisschen Angst, dass es wiederkommt. Verstehst du das richtig? Ja, wobei wieder, also dass es wiederkommt, nicht. Also eigentlich eher so, dass vielleicht, dass die Sache ist ja die, also ich, ein Rezidiv ist, kann natürlich auch sein, also Rezidiv ist ja an derselben Stelle wiederkommt, wobei ich eine beidseitige Mastektomie habe machen lassen. Das heißt, das komplette Brustgewebe und 3 Lymphknoten wurden entfernt und halt mit Silikon wieder aufgebaut. Das heißt, das ist alles weg und da war auch überhaupt keine einzige Zelle mehr zu finden, die irgendwie bösartig ist. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein super Ergebnis. Ja. Und eher nicht irgendwie so ein bisschen, warum habe ich bloß machen lassen? Ich hätte es ja, wenn ja alles gut war. Nein, ich bin froh. Nein. Dieses Körperteil hat mich quasi betrogen. Okay, und jetzt ist es halt ausgetauscht worden. Genau, ja. Da bin ich sehr pragmatisch. Was Ärger macht, wird ausgetauscht. Also, nee, also da bin ich wirklich sehr, sehr froh, weil ich glaube, sonst würde ich mir wirklich mehr Sorgen machen. Ja. Und eher dann so Sachen wie so, es gibt ja so fiese Sachen wie Fernmetastasen und solche Sachen. Eher sowas, weil man die ja leider, wenn die ganz klein sind, natürlich überhaupt nicht darstellen kann. Also ich, wenn die halt erst, wenn die ein bisschen größer sind, dann im CT oder MRT, aber man kann ja jetzt auch nicht alle halbe Jahr ins CT, weil die Strahlung ja so hoch ist, dass man dadurch wieder was anderes kriegen könnte. Also man muss halt so ein bisschen auch einfach, man ist gezwungen drauf zu vertrauen, so ein bisschen auch, dass alles gut ist. Ja. Ja, cool. Hab noch eine Frage, die ich eigentlich allen Leuten stelle, mit denen ich ein Interview führe, und zwar, wenn du dein Leben in Phasen einteilen würdest. Hast du da eine bestimmte Phasen, die du, also wie viele Phasen, hast du vielleicht einen Namen dafür? Genau. Also ich würde sagen, halt die, ich sag jetzt mal, normale Kindheit, also schön. Ja. Dann die Pubertät eher so als Sturm- und Drangphase, also es ging ganz ganz lustig zu, würde ich mal sagen. Und dann halt ja, so die ersten Jahre mit meinem Mann, wo wir noch keine Kinder hatten, und dann so die Familienzeit, also ich habe in 3 Jahren quasi 2 Kinder bekommen, also die sind sehr nah beieinander vom Alter, und das stellt natürlich das Leben im positiven Sinne echt auf den Kopf, also da kann man gar nichts anderes zu sagen, aber das ist das, was ich immer, also Kinder waren immer mein Hauptlebensziel sozusagen, und da bin ich unendlich dankbar, dass ich da 2 gesunde Mädels habe, und ja, und dann kommt natürlich jetzt dann, ich sag jetzt mal, dann ist so dieser Alltag mit Kleinkindern, wo man auch wieder anfängt zu arbeiten. Das ist auch nochmal so eine eigene Phase, würde ich sagen. Ja, okay. Und dann natürlich die Erkrankungsphase, die ich persönlich aber tatsächlich so abschließen würde mit nach der OP, mit diesem positiven Befund, dass halt alle, dass halt das Gewebe komplett frei war, dann sozusagen für mich, die dann dort erstmal abgeschlossen ist, so diese akute Phase und jetzt diese Nachsorgephase einfach.
Okay, schön, ja. Schön. Also ganz viele kleine Phasen, Lebensabschnitte, ja. Schön, dass du das so strukturiert hast, finde ich toll. Ich vermute auch, weil mein Hauptthema von den ganzen Interviews ist ja im Prinzip, das Leben lehrt uns oder lehrt mich. Mhm. Hat dich das Leben bis heute was gelehrt, auch gerade in Bezug auf die Erkrankung? Bist du heute ein anderer Mensch als früher? Und wenn ja, wie? Also es hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass man einfach wirklich dankbar sein muss für die Gesundheit. Also das ist wirklich das A und O. Und auch für die Dinge, die man hat. Also ich muss sagen, ich konnte das zum Glück vorher schon ganz gut, dass ich mir halt einfach auch darüber bewusst war. Also viele sagen ja, für viele ist so dieses, ich sag jetzt mal Standard-Spießerleben mit zwei Kindern, Haus, Mann, ist so für viele so selbstverständlich. Das habe ich noch nie so gesehen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man Kinder bekommen kann, dass man gesunde Kinder hat, dass man sich ein Haus irgendwie leisten kann, dass man einen passenden Partner hat. Das sind alles so Dinge, die mögen vielleicht so offensichtlich jeder haben, aber es ist leider nicht so. Also ich kenne ganz viele andere Geschichten und das hat mich, da war ich schon immer sehr dankbar. Und ich muss sagen, aber durch die Krankheit ist das halt noch intensiver geworden, dass man einfach die Prioritäten einfach anders setzt und einfach sagt, okay, es gibt einfach so gewisse Dinge, die gehen mir jetzt wirklich am Hintern vorbei, wegen denen ich mich einfach nicht stresse. Und erstmal so Alltagskleinigkeiten, die mir jetzt wirklich mittlerweile total egal sind. Also das ist auf jeden Fall durch die Erkrankung deutlicher geworden. Ja, auf jeden Fall. Muss man auch, weil man sich seine Energie einfach anders einteilen muss. Und man muss auch mehr abgeben. Also ich bin sehr, ich plane sehr gerne und kontrolliere sehr gerne. Okay. Und während der Chemo, dadurch, dass ich so ausgenockt war und es einfach nicht ging, muss ich mich einfach darauf verlassen, dass es auch klappt, wenn alle anderen das für mich machen. Und es hat natürlich geklappt. Genau, das ist Gott sei ja, Dank. Das du weißt, ja. Und zum Glück habe ich so tolle Unterstützung gehabt und habe immer noch. Und das ist schon was, dass man einfach so ein bisschen Gelassenheit hat, dass man sagt, okay, es ist nicht wichtig, dass ich immer an alles denke. Es können auch mal andere für mich mitdenken und dass man einfach so ein bisschen Sachen auch einfach mal abgibt und den Kopf ein bisschen freier bekommt. Mhm. Ach, schön, schön, schön. Das finde ich schön, weil das ist wirklich ein Punkt, das bei sehr vielen Menschen so ist, dass die sehr viel selber kontrollieren wollen, nichts abgeben können. Und bei mir war es genauso das, was du gerade ausgesprochen hast. Ich kann es nur nachempfinden, weil bei mir auch so. Also ich war sehr geschäftig, sehr, sehr eingeengt vor der Erkrankung, dann von heute auf morgen erkrankt. Und es ist halt nicht mehr wie alles wie früher. Und dann musste ich halt drauf, dass jemand umfällt, sage, okay, dann macht ihr. Ich hatte früher, weil ich Geschäftsführer, Mitarbeiter gehabt, sag, nee, jetzt müsst ihr tun, jetzt müsst ihr die Verantwortung übernehmen ein bisschen. Ich kann jetzt nicht. Genau. Und dadurch lernt man auch Gelassenheit, man lernt wieder das Wesentliche im Leben irgendwie wahrzunehmen und wahrzuhaben, kleine Konflikte, kleine Probleme sind gar nicht mehr relevant. Ja, das finde ich schön. Wie siehst du denn deine Zukunft an der Stelle? Erstmal, also ich bin tatsächlich da jetzt raus, was Pläne schmieden angeht. Untypischerweise für mich. Also ich bin einfach, also ich freue mich jetzt zum Beispiel einfach, dass ich halt auch wieder fit bin und also auch körperlich und auch vom Kopf her. Weil man, also bei mir war es extrem auch durch die Chemo, dass man im Kopf einfach total konfus war. Also manchmal Wortfindungsschwierigkeiten etc. Das merke ich manchmal immer noch, aber so bin ich einfach froh. Und dieses Jahr steht die Einschulung von unserer Kleinen an. Darauf freue ich mich zum Beispiel total. Und ansonsten eher so kleine, was heißt kleine Schritte? Also wir fahren bald in Skiurlaub und dann, wie gesagt, die Einschulung und so Sachen. Und einfach wirklich den Alltag genießen. Und ansonsten habe ich alles, was ich wollte. Also wie gesagt, ich wollte die zwei Kinder. Wir haben unser Häuschen und damit bin ich erstmal vollkommen zufrieden und glücklich. Und Ja, schön. Das heißt im Prinzip, du planst nicht langfristig. Kann ich sagen, nicht mehr? Ja, nicht mehr. Ja. Und genau, und genießt eigentlich mehr die schönen Momente jetzt, die kurzfristig, mittelfristig anstehen und den Fokus mehr auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt, dass du gesund bist, dass du glücklich bist. Und das finde ich so schön, weil es ist bei so vielen Menschen auch, die einen Schicksalsschlag in ihrem Leben erleben, dass die dann auf einmal
ja, Zukunft wird kommen, so wie es kommt. Und ich genau. stehe hier und jetzt. Hier und jetzt ist das Wichtigste, das wahrzunehmen, das Bewusstsein dafür zu genießen. Und, ja. Ja, finde ich schön. Ja. Wir kommen zum Schluss. Und hast du an der Stelle ein Lebensmotto? Beziehungsweise, also Lebensmotto erstens und zweitens, hast du eine Botschaft, die du gerne unseren Zuhörer bzw. Zuhörerinnen gerne ja mitgeben möchtest auf dem Weg? Also ich habe tatsächlich ein Motto, das ist, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und das hatte ich mir auch tatsächlich, cool. habe ich mir auf den Unterarm tätowieren lassen, damit ich auch selber an mich denke. Das geht jetzt schlecht, kann ich dir noch ein Foto schicken, weil ich habe so ein enges Jäckchen an. Okay. Das kriege ich jetzt nicht hin. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil manche Sprüche werden halt so oberflächlich benutzt, aber ich finde, natürlich ändert man nicht die Tatsache, ob man krank ist oder nicht, durch seine Gedanken, das ist natürlich klar, aber man ändert halt seine Gedanken, weil man einfach, je nachdem, wie man mit der Situation umgeht, gehe ich das eher positiv an oder eher negativ, und dadurch ändert man schon sehr viel, also auch alleine ob man es halt schafft, dann doch mal sich aufzustehen, wenn es einem nicht gut geht und sowas. Das ist auch schon alles Kopfsache, denke ich. Und deswegen finde ich den Spruch sehr passend, weil, wie gesagt, dadurch wendet man keine Schicksalsschläge ab, natürlich, aber man ändert die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und das macht einen riesen, riesen Unterschied, weil es einfach leider so ist, dass auch wenn man sich selber bemitleidet und sich total runterziehen lässt, ist es einfach so, dass leider niemand kommt und sagt, oh, jetzt nehme ich dir das Päckchen ab, das funktioniert leider nicht. Das heißt, man muss ja eh da durch. Und dann lieber mit positiven Gedanken und mit Optimismus, weil schiefgehen kann sowieso. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, ist aber viel größer. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, der sich halt in unserem Kopf abspielt. Finde ich super schön, und das Lustige ist, bei mir genau das Gleiche. Also seit 2-3 Jahren durch die Erkrankung habe ich auch verstanden, es ist so viel im Kopf, und ich nerve aktuell mein Umfeld immer, wenn die mal kommen und sagen, boah, das regt mich auf, sage ich immer, alles eine Kopfsache. Die regen sich auch gerade meine Freundin, die kann es nicht mehr hören, die wird teilweise sagen, hör auf, jetzt Kopfsache zu sagen. Sag ich, das ist aber so, wenn du dich aufregst, ist Kopfsache, so. Wenn was dich nicht passt, ist es Kopfsache. Das ist alles Kopfsache. Ist es. Und weil du vorhin sagtest mit diesen Placebo-Effekten beziehungsweise Umkehreffekt, ich habe mal eine wissenschaftliche Studie darüber gelesen, dass man tatsächlich sogar, wenn man zum Beispiel ein Antibiotikum bekommt und von vornherein negativ auf das Medikament eingestellt ist, dann kann man mit der Kraft seiner Gedanken die Wirkung des Medikaments aussetzen. Das ist nachgewiesen. Und seitdem ich das gelesen habe, ich dachte, okay, das geht ja aber auch im positiven Sinne natürlich. Man kann vielleicht auch die Wirkung verstärken, wenn man der Sache positiv gegenübersteht. Deswegen habe ich zum Beispiel die Chemo auch nie als Gift angesehen, weil viele ja sagen, Gott, das ist ja totales Gift. Nein, das ist das Medikament, was mir hilft, wieder gesund zu werden. Also das würde ich jetzt nicht als Gift bezeichnen. Und das sind, glaube ich, so kleine Begrifflichkeiten, die auch für einen selber einen Unterschied machen. Ja, vollkommen. Also das, was du gerade aussprichst, also habe ja letztes Jahr noch meinen Mentalcoach gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, mental habe ich irgendwie im Unterbewusstsein, also unbewusst, sehr viel richtig gemacht durch die Erkrankung. Ich wollte einfach jetzt mal Theorien und Struktur haben. Und das, was du sagst, ist im Grunde auch so eine Selbstprogrammierung, so eine Selbstsuggestion, indem man im Grunde seine Wirklichkeit selber kreieren kann. Das heißt, wenn ich sage, jetzt hier meine Tasse, die ist, und was drin ist, ist Gift für mich, und ich trinke jetzt, was drin ist, ist Gift. Damit mein Körper genau mit Gift reagieren, also mit Hormonen, mit Cortisol etc. Mein Immunsystem wird auf Trab sein, wird aktiver durch meine Gedanken, durch meine hormonale Steuerung. Und wenn ich aber sage, was drin ist, ist gesund für mich, dann wird mein Körper entspannt sein, das einfach annehmen. Und naja, das ist toll. Das ist ein super tolles Thema. Ja. Da könnte man, glaube ich, ganz viel. Das ist super faszinierend. Also ich finde das auch wirklich sehr interessant und finde das super, dass du das so machst und dich damit so beschäftigst. Also finde ich toll. Danke dir. Super. Hast du jetzt noch kurz abschließend noch irgendwie noch eine Botschaft? Gut, das wäre jetzt auch mit den Kopfsachen. Oder vielleicht ist das die Botschaft oder eine andere, die du gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Ja, im Grunde das, was ich halt eben schon gesagt habe, dass einfach, dass, wie man das auch manchmal so sagt, aufgeben ist keine Option, und so ist es halt auch wirklich. Mhm. Es ist einfach, man hat nur die Wahl, man hat nur das eine Leben, und man hat nur die Wahl zu kämpfen und
das Schicksal so anzunehmen, wie es ist und das Beste draus zu machen. Und alles andere liegt leider nicht in unseren Händen. Das entscheiden wir nicht. Das müssen wir so nehmen, wie es kommt. Ja. Sehr schön. Sarah, vielen Dank für das tolle Interview. Gerne, gerne. Mir hat extrem viel Spaß gemacht. Sehr viel gelernt auch von dir. Und ich vermute auch, ganz viele andere werden viel lernen. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ich werde unten in den Kommentaren bei YouTube, dann in den Shownotes beim Podcast, einen Link zu deinem Instagram-Profil. Instagram-Profil heißt wie nochmal? Blütz 69. Das wird geschrieben BLUETZ69. Also das okay. Ü quasi UE geschrieben, ja. Das ist ein Fantasiename, ein Fantasiewort quasi. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wenn bestimmte Frauen auch gerade das Gleiche gerade erleben, was du erlebt hast, sie können sich gerne dann bei dir melden. Und ja, gerne. Dafür ist der Account auch da. Also ich habe den öffentlich gemacht. Mit der Erkrankung hatte ich auch vorher drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Und es ist, wir sind auch mittlerweile wie so eine kleine Community von, das ist Durcheinander zwischen Leuten, die es quasi schon geschafft haben, Leuten, die noch mitten in der Behandlung sind oder welche, die wirklich gerade die Diagnose bekommen haben, die mir auch schreiben und Fragen stellen. Also ich beantworte auch alle Fragen. Also es gibt nichts, was man sich nicht fragen kann. Das finde ich toll. Das ist auch der größte Beweis für Nächstenliebe. Und warum können wir einfach nicht andere Menschen helfen, wenn wir es selber geschafft haben? Und das finde ich so schön. Habe auch an unterschiedlichen Stellen heute bei dem Interview oder bei ganz vielen anderen Interviews mal Gänsehaut bekommen, weil ich das einfach schön finde. Ich danke dir dafür. Und jetzt für dich da draußen. Wenn du auch gerade in deinem Leben was erlebt hast, was eine Erkrankung ist, Schicksalsschlag oder den Verlust eines Menschen in deinem Leben, der dir ganz sehr wertvoll war und du gerne mir deine Geschichte erzählen möchtest, um einfach anderen Menschen damit zu helfen, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Ansonsten, Sarah, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne, danke dir ebenfalls. Und ich wünsche dir da draußen alles erdenklich Gute. Vor allem ganz, ganz viel Gesundheit und denk immer dran, es ist. Ja, dankeschön. Und immer dran denken für dich da draußen. Alles Kopfsache. Gell, Sarah? Genau. Okay, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss.